So, für alle, die es verpasst haben, ne? Letzte Episode, ey, die war mega. Das war mega, mega geil. Ich bin zwar nur Dritter geworden, aber es war super lustig hier. Macht einen befreundeten Golden, Stufe 7 mit Grauselhurz drauf und der hier, hier macht einen Albtraum rüber mit Deathrattle, der macht den kaputt und alle hatten das drauf und hier der Golden mit doppelte Wiederkehr. Ja, das war super, super witzig. Schade, schade. Es hat mir richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich hätte das gern noch weitergespielt und geguckt, wohin das Ganze noch führt. Aber ich wurde dann überraschenderweise doch ziemlich heftig überfahren von einem Dude, der alles dreistellige Dinger hatte. Ja, da können so viele Albträume rausploppen. Da können so viele Dinger kommen. Boah, das könnte mit den Untoten auch nice sein, ne? Wenn das Board voll ist und so. Ja, gucken wir mal. Ich glaube, ich bin jetzt bei 4100 irgendwas. Mühsam Würdet ihr ernährt diesmal ein paar sich Drachen rekrutieren, Kommandant? das Eichhörnchen. Ich behalte ihn jetzt mal auf der Hand. Weil wenn ich den jetzt spiele, dann habe ich im nächsten Turn 5 und dann geht schon wieder die Problematik los. Probiere ich jetzt mal anders. Bereit, den Himmel zu beherrschen? Boom. Ja, zwei nehme ich in Kauf. Was habt ihr als nächstes vor? Gut gemacht. So findet ihr mächtigere Rekruten. So, dann habe ich nämlich im nächsten Turn 6 und kann im besten Fall 2 auf Stufe 2 kaufen. Boah, ich werde das auch nicht los, ne? Erkältung hier. Ihr liegt vorne, Drachenstab. Vielleicht ist es an der Zeit, den Drachen in euch zu wecken. So, jetzt habe ich 6.
Ich habe ein paar neue Rekruten aufgetrieben. Könnte besser laufen. Mech, Murloc, Piraten, Untote, Wildtiere. Boah. Der mächtigste Drache beginnt als winziger Welpling. Wie ich immer sage, sorry. Eine gute Strategie ist das A und O. Was habt ihr als nächstes vor? Nicht, ob das so cool ist, aber ich glaube, mit den Untoten zusammen, wenn ich den Dude wieder kriege, der sich bufft, wenn das Board voll ist, dann müsste das mit dem Sneeds auf jeden Fall in Kombination ganz cool werden. Sind so mächtig wie Drachenfeuer. Ich kann auch auf Mech gehen. Alles sehr mechlastig, ne? Oder Piraten oder das. Das finde ich total blöd. Gut gemacht. So findet ihr mächtigere Rekruten. Ein paar neue Diener sind nie verkehrt. Echte Vollzugsgewalt!
Wie ich immer sage, eine gute Strategie ist das A und O. Wirklich heiß her. Eine großartige Ergänzung für euer Team. Ihr seid nicht aufzuhalten. Gute Arbeit. Oh boy. Der war ganz schön dick. Was habt ihr als nächstes vor? Ah, ich hätte fast einen Drilling gehabt. Da auch. Ich wette, ihr habt große Pläne für diesen kleinen Diener. Alles klar. Ich erweitere eure Dienerauswahl. Ich weiß noch nicht wohin, ey. Es ist schon wieder keine gute Runde. Aber gut, erstmal ist Überleben und Updaten angesagt. Tja, Untote oder Mech, das Synergie ganz gut mit dem, aber auch das, die Hero Power. Oh. Was diese Diener hierher zieht, Drachenbabys natürlich. Oha.
Rechts. Links. Links. Diesen kleinen Drachen. Er ist so niedlich. Ja, wenn ihr Platz habt. Ich immer sage, eine gute Strategie ist das A und O. Oh Gott. Es läuft nicht mehr. Hey, jetzt ist der 1-1er zuerst gestorben. Kann ja nicht mehr. Das ist leider gelaufen, Leute. Das ist richtig gelaufen hier. Ihr seid dran, Freund. Eine großartige Ergänzung für euer Team. Thank you.
Alle haben nix. Mies. Ah, richtig mies, ey. Ah, ich hab die Kurve nicht gekriegt. Leute, ich habe die Kurve nicht gekriegt. Nächstes Mal.